Fast alle Starts und Landungen gehen derzeit vom Köln-Bonner Flughafen hier über Loma im Bergischen Tag und Nacht. Denn Köln-Bonn ist einer der ganz wenigen Flughäfen, die kein Nachtflugverbot in Deutschland haben. Das hat Folgen, auch für die Menschen hier in Loma. Zum Beispiel Elmar Klefers. 1993 zog er mit seiner Familie aus dem Kölner Norden ins Bergische, der Ruhr wegen. Die hat Klefers im Moment aber nicht, wie er mir erzählt. Denn in diesem Sommer saniert der nahe Flughafen Köln-Bonn seine Landebahn. Der ganze Flugverkehr geht jetzt übers Bergische am Haus von Klefers vorbei. Tag und Nacht, alle paar Minuten. Ja. Das ist schon ganz schön laut dann, ne? Ja, das ist schon laut. Die Intensität. Ich meine, wenn man eine Maschine mal, sagen wir, einmal eine halbe Stunde hat, aber alle Minute im Minutentakt, na, die starten ja ununterbrochen. Die stehen in einer Reihe und kommen dann hier hoch. Und gerade beim Starten ist natürlich besonders laut, weil dann der Schub gegeben werden muss. Na, wenn sie landen, dann haben sie, geben sie den Schub zurück und dann gleiten die rein. Aber hier geht's, da kommt schon die nächste. Nachtflüge gab es im vergangenen Jahr am Köln-Bonner Flughafen über 42.000 Mal. 5% mehr als im Jahr davor. Auch an anderen Flughäfen nehmen die Nachtflüge zu. Die Deutsche Flugsicherung erhob die Daten von den 16 größten Airports. 2016 waren es noch etwa 202.000 Flüge nach 22 Uhr. Im vergangenen Jahr hingegen schon 216.000. 7% mehr. Fluglärm macht auch noch krank, vor allem nachts. Studien haben gezeigt, dass bereits der Lärm eines Flugzeugs bei Schlafenden den Blutdruck steigen lässt. Auf lange Sicht bedeutet das höheres Risiko für Herzinfarkte und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Kinder, für die ist Fluglärm besonderer Stress. Sie reagieren mit Atemwegserkrankungen wie Asthma und Konzentrationsstörungen. Das gilt auch für die Anwohner am Flughafen Düsseldorf. Hier gilt eigentlich ein striktes Nachtflugverbot, für das es aber immer wieder Ausnahmen gibt. 2016 über 2000 Mal, 2017 sogar mehr, klagen Anwohner. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben diesen Krach, das geht bis zu 100 Dezibel, wenn hier so ein Flugzeug drüber geht. Dann, wenn Sie ins Bett gegangen sind, schlafen wollen, so, und dann sagt man Ihnen sowohl vom Flughafen als auch vom Ministerium, ja, dann machen Sie das Fenster zu. Warum immer mehr Flüge auch in der Nacht stattfinden, dazu gibt es nur wenige Aussagen der Flughäfen. Verspätete Maschinen seien ein Grund, heißt es in Düsseldorf. In Köln ist es die Luftfracht, die nachts komme. Alleine am Flughafen Köln-Bonn hat sich in den letzten Jahren das Passagieraufkommen verdreifacht. Ähnlich sieht die Tendenz auch an anderen Flughäfen NRW aus. Ein Grund dafür, die sogenannten Billigflieger. Für 29,99 € mal eben irgendwo hinfliegen. Mehr Passagiere bedeutet aber auch mehr Flüge. Und am Ende mehr Fluglärm, Tag und Nacht.